Nächst am Wort ist der Herr Abgeordnete Magister Maximilian Unterreiner. Mit dem BASAG, dem Bankensanierungsgesetz, wird die BRRD-Richtlinie, es ist die Bank Recovery and Resolution Directive, zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen umgesetzt. Wir sprechen also heute über ein neues Bundesgesetz zur Sanierung und Abwicklung von Banken. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher in den Rängen und vor den Bildschirmgeräten. Worum sprechen wir denn heute überhaupt über so ein Gesetz? Den Grund wissen wir doch alle. Es ist die Hypo Alpe Adria, das größte Desaster der Zweiten Republik in Kärnten. Und da stoße ich gestern bei der Recherche auf die entlarvenden Aussagen des FPÖ-Budgetsprechers Bud Goschek, die ich zitiere. Jörg Haider ist nun einmal tot, man kann ihn nicht mehr bestrafen. Und dass in Kärnten schwere Fehler passiert sind, ist unbestritten. Liebe FPÖ, im Gegensatz zu Ihnen wollen wir Aufklärung darüber, was mit dem hart erarbeiteten Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher geschehen ist. Wir wollen das größte Finanzdebakel der Zweiten Republik untersuchen und aufklären. Und so wie Fritz Blasser es richtig formuliert, hochen Sie mir zu, dann hoche ich Ihnen zu. Es gibt eine politisch-moralische Verantwortung der Entscheidungsträger. Und auch das kann die FPÖ nicht vom Tisch wischen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Grünen, die ÖVP, auch wir, die SPÖ, nicht die Kraft hatten, Haider zu stoppen. Aber es geht hier nicht einfach um die Person Jörg Haider, es geht um das politische System Jörg Haider. Denn Haider ist ja kein Einzelfall, die FPÖ ist eine Ansammlung von Einzelfällen. Sie, liebe Kollegen, kritisieren immer wieder uns, die SPÖ, zu zögerlich gewesen zu sein. Und dabei war es doch unser Finanzstaatssekretär Andreas Schieder, der sofort eine Einteilung in gute und schlechte Assets forderte, eine sogenannte Bad Bank forderte. Und das geschah bereits vor 5 Jahren, am 17.12.2009. Und hätten wir als Regierung die Hypobank nicht gerettet, dann wäre nicht nur das Bundesland Kärnten, sondern auch alle Kärntnerinnen und Kärntner in den Konkurs geschlittert. Und 2007, das bitte nie zu vergessen, waren die Ausfallhaftungen mit 23 Milliarden Euro beziffert. Das ist das Zehnfache des Landesbudgets. Und so bitte die Lösung auch scheint, sie war die einzige Möglichkeit, diese Republik zu schützen. Dies hat auch Irmgard Gries in ihrem Bericht festgestellt. Die Notverstaatlichung war alternativlos. Lediglich ihre Ausgestaltung, hat Frau Gries festgestellt, hätte im Nachhinein betrachtet Alternativen gegeben. Und im März 2014 wurde die Krisenkommission ja von Ihnen als Feigenblatt der Regierung kritisiert. Heute, im Dezember 2014, sagen Sie selbst, dass Irmgard Gries hervorragende Leistung, Arbeit geleistet hat. Und ich bin beim Kollegen, beim grünen Finanzsprecher Kogler, auch ich möchte die Fakten und die Chronologie nicht auseinanderreißen, sondern eine volle und umfassende Aufklärung dieser Geschichte. Es geht hier nicht um das Geld einer Bank, hier geht es um das Steuergeld der Österreicherinnen und Österreicher. Und abschließend noch ein Wort, Aufklärung und nicht Verduschung ist die Devise. Diesen Leitsatz, liebe Kollegen der FPÖ, nehmen Sie sich bitte auch zu Herzen. Dankeschön. Maximilian Unterreiner ist Sparkassenmanager in Tirol.